Berner Oberland an der Hofstettenstrasse 37b. Hier findet man das Sargatelier von der Alice Hofer, der Frau von Polo National Hofer, notabene. Vor 3 Jahren hat Alice Hofer das todsichere Geschäft eröffnet. Wer jetzt aber meint, das Sargatelier sei vergleichbar mit dem üblichen Bestattungsunternehmen, der täuscht gewaltig. Nein, das Sargatelier wirkt nicht düster und nicht schwer. Im Gegenteil. Farbenfroh, bunt, ja zum Teil sogar schrill, wirken die verschiedenen Särge auf den Besucher und machen gewundrig. Verziert mit allerlei Schnickschnack oder doch eher schlicht, im elegant glanzvollen Stil gehalten, wirst du in Sarg bei der Alice Hofer Ladla Fertigo oder für einen Angehörigen gegen auslesen, hätte die Qual der Wahl. Wie aber ist dazu gekommen, ein Sargatelier aufzutun und sich mit dem Thema Tod und Sterben im Alltag auseinanderzusetzen? Ich war einfach nie glücklich über die Art und Weise, wie der Abschied in meinem Umfeld oder in unserer Welt hier ist zelebriert worden. Mir hat immer etwas gefehlt. Ja, nebst dem Schmerz und der Trauer über einen Verlust habe ich einfach noch vermisst eine gewisse tröstliche Komponente. Und ich habe gemerkt, dass ich für mich die mit Hilfe von Farben und Dekorationen und verschiedenen Formen, dass ich dort einen Zugang finden kann. Die Särge von Alice Hofer sind so individuell wie der Verstorbene selber. Ob mit Blumen verziert, mit Fischu, Muschlu oder Perlu oder für den passionierten Golfer mit dem Green auf dem Sargdeckel, ob mit Sonnenblumen verziert oder im patriotischen Stil, für jeden Mann und jede Frau ist etwas dabei. Und ich mache den Leuten insbesondere Mut, ihre eigenen Wünsche ins Spiel zu bringen, weil es ist ja schliesslich eben für sie. Meine Meinung ist ja sekundär, es geht ja wirklich darum, den Leuten, die von uns gehen oder die müssen zurückbleiben müssen, in diesem Moment das Leben ein bisschen, besser oder leichter zu machen. Alice Hofer will nicht nur mal gewisse Aufmerksamkeit erreichen, sondern, und in erster Linie, ein bisschen Farbe ins düstere Bild vom Tod und vom Sterben bringen. Damit, so die Künstlerin, will sie den Leuten die Angst vor dem Tod nehmen. Ich strebe sehr stark danach, in der ganzen Situation, wo der Tod bringt ja auch Ohnmacht und Starre und Lähmung, auch für die zurückbleiben, die sich müssen mit dieser Leere konfrontieren. Und jawohl, ich probiere ganz genau das, auf diesem Weg ein bisschen Leichtigkeit hineinzubringen. Alice Hofer sieht sich als Vermittlerin von Dies und im Jenseits. Immer darauf bedacht, im Verstorbenen einen Abschied zu ermöglichen, der genau auf ihn und seinen Lebensstil zugetroffen hat. Habt ihr Angst vor dem Sterben, vor dem Tod an sich? Ja, das habe ich. Und was macht ihr dagegen? Ich befasse mich intensiv damit und bestrebt, dass man das Phänomen vom Tod, also dass ich das auch in mein Leben integrieren kann. Weil ich merke, jeder Atemzug und auch zum Beispiel jede Mahlzeit ist ja ohne Tod. Da findet ja ohne Umwandlung statt. Da ist etwas, übernimmt eine andere Form und findet nachher ein Stoffwechsel statt. Und Schnaufen und Leben und Lachen und Grennen, das sind alles Eindrücke, die mir eigentlich helfen, in der Integration des Todes zu leben. In der ganz so vielfältigen Palette sticht vor allem ein Sarg aus, gefüllt mit Stroh und verziert mit Kunstedelweiss. Ja, das ist jetzt sicher unbestritten. Also gerade mein neuestes Stück, also der Ökosarg, ich nenne ihn Alpenrose, weil er eben wirklich auf Älplerverhältnis zugeschnitten ist, nur mit Heu und Stroh und Alpenblumen oder Getreide oder was man will. Wer will, kann in Sorge von seinen Angehörigen und Liebsten gerade selber mitgestalten. Ein heilsamer und lehrreicher Prozess, wie Alice Hofer findet. Das ist erfahrungsgemäß
sehr heilsam für die, die zurückbleiben, wenn sie ihre Aufmerksamkeit und ihre Affinität noch mal so richtig zum Ausdruck bringen, indem sie dem Menschen, der uns gegangen ist, einfach ein letztes Körbli machen. Aber nicht nur für Menschen. Auch für dir werden individuelle Urnen kreiert und hergestellt. Das Angebot wäre gerne in Anspruch genommen und finde einen grossen Zulauf. Sehr viele Leute haben grosse Mühe beim Loslassen von ihren geliebten Haustieren. Und es gibt auch immer mehr Friedhöfe, wo man Tiere begraben kann. Und in meinem Fall hat man eben die Möglichkeit, ein individuelles letztes Särgel zu machen oder eine Urne oder irgendein Hulli, wo man halt das geliebte Tier drinnen verabschieden kann. Gerade jetzt im November, wo uns Natur an unsere eigene Vergänglichkeit erinnert, sind die Leute besonders sensibel auf das Thema Sterben und Tod eingestellt. Ja, ich merke, dass die Leute in dieser Zeit sehr empfänglich sind. Sie können auch viel einfach unverbindlich hineinschauen, sich informieren, ohne jetzt gerade eine konkrete Notsituation zu erleben. Aber einfach, weil sie naturgemäß so wieder durch die Jahreszeit eigentlich daran erinnert werden. Wer sich mit dem Sterben und der Vergänglichkeit befasst, macht sich unwillkürlich Gedanken zum Jenseits. Glaubt sie an ein Leben am Tod? Oh, unbedingt, ja. Da bin ich sehr überzeugt. In welcher Form? Das weiss ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern an das letzte Mal. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir als Geist, als Seele oder als irgendeine Form von Wesenheit mit einem Bewusstsein bleiben bestehen. Und dass wir einfach den Körper zurücklassen. Das Geschäft mit dem Sterben ist so alt wie die Menschheit selber. Und so will Alice Hofer in Leiten, wenn auch auf eine spezielle, so doch auf eine herzliche Art, ihre Abdankung ermöglichen.